Hey ho, meine Lieben. Ja, eigentlich wäre ja jetzt das GMF-Wochenende angesagt. Wir haben uns alle freigenommen. Auch die da hinten. Hallo. Ja, wir haben Patricia dabei. Wir sind gerade auf dem Flug quer durch die Welt. Ich sage jetzt quer durch die Welt, weil hier in der Gegend von El Paso pisst, was das Zeug hält. Und ja, schauen wir mal, wie das Wetter an der Nordsee ist. Genau da fahren wir hin, aber nicht ohne einen Zwischenstopp zu machen. Und ja, da hole ich euch wieder dazu. Das wird bestimmt wieder interessant. Tja Leute, wo bin ich gelandet? Wer kennt den Hintergrund noch? Richtig! Beim Thomas auf dem Bauernhof. Hallo, Grüße in die Runde. Jo, und jetzt muss ich mal auf alle Fälle noch sein Käferchen angucken. Erinnert euch bestimmt auch dran, dass der damals als Kopf überhing. Und den gucken wir uns jetzt noch an. Und ja, wir werden danach dann auch schon wieder weiterfahren. Lecker Lasagne haben wir noch gekriegt von ihm und seiner Frau. Und einen guten Kaffee und naja, Freundschaftsbesuch halt, trotz Corona. Ihr wisst ja noch vom letzten Mal, wo ich hier war, dass ich total sprachlos war. Und das bin ich schon wieder. Warum, zeige ich euch. Leute, also fleischfressende Pflanzen en masse. Ich finde es echt wieder richtig geil, was er sich da hingestellt hat. Und dann hier auch noch so ein Sumpfteich, nenne ich es jetzt einmal, auch mit fleischfressenden Pflanzen. Naja, so kann man seine Fliegen auch loswerden, oder Thomas? Es funktioniert. Herrlich, echt geil. Da hast du echt Haufen Arbeit gemacht. Ja, war schon ein bisschen Arbeit. Er lebt! Leute, er lebt! Naja, so sieht man, wenn man alle paar Jahre vorbeikommt, dann Fortschritt. Ja. Ja, das hat man nicht eingestellt. Aber wenn man sowas gescheit macht, so wie der Thomas, dann braucht es auch seine Zeit. Geil, gefällt mir. Auch das wird. Jupp, da draußen sind die Wagyus. So Leute, das war's auch schon wieder hier mit dem kurzen Besuch beim Thomas. Thomas, hat mich sehr gefreut, wieder mal vorbeikommen zu dürfen. Schön, dass du da warst. Wir sehen uns mit Sicherheit ja wieder. Auf jeden Fall. Alles klar. Okay. Also, wir schieben dann weiter zu den Cruises. Patricia, hast du einen neuen Freund? Ja, diesmal mit Haaren. Mittlerweile angekommen bei Cruises. Bist du beim Kartoffelkochen? Ja. Okay. Gleich essen, ne? Da gehen wir gleich mal spionieren hier. Hui! Da dreht sich was. Sieht gut aus. Metzelst du hier den Spofackel-Rollbraten auf? Gar nicht so einfach. Mit was ist der gefüllt? Da musst du die Chefin fragen. Ja, schon was ist das besser. Da kann man stehlen, kann man klauen. Stibitz. Und natürlich gleich in den Hals schieben. Muss unbedingt vernichtet werden. So Leute, Tag 2 von unserem Miniurlaub hier an der Nordsee. Und irgendwie wollen die mich heute zum Fischessen zwingen. Du lachst hier? Na klar lach ich. Was habt ihr vor?
Wir fahren jetzt nach Ditzum zum Fischhaus und dann holen wir Granat für heute Abend. Was für ein Ding? Granat. Was ist das? Krabben. Boah. Dann fahren wir zur Bohrinsel, damit ihr mal aufs Meer gucken könnt. Da war ich doch schon. Ja, aber Andrea nicht. Ach so, ja, okay. Ja nicht. Und dann fahren wir weiter nach Holland. Shoppen. Das hört sich gut an. Dass du deine Krokette kriegst, ne? Und dann kommen wir wieder und dann schmeißen wir die Feuerplatte an. Alles klar. Ja, Leute, wir haben heute wieder einen straffen Plan. Und Patricia, hört sich das alles gut an? Ja, hört sich prima an. Gut. Heute mal ein bisschen mehr Wasser drin, ja, als letztes Mal, wo wir vorbei sind. Patricia, spring rein, kriegst 5 Euro. Nee, bestimmt nicht. Feiglegen. Paradies. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, da muss ich jetzt rein. Kannst auch einen Schnitzel kriegen, Mann. Gott, du warst jetzt hier den Tod. Ein Kibbeling. Also ich hätte ja auch einen Wiener Schnitzel bestellen können, aber naja, jetzt probiere ich mal das Fischzeug. Und Bohnen mit Speck. Ich werde es überleben, ja. Definitiv. Remoulade mit Knoblauch vielleicht. Dazu so Notte, Bratkartoffeln. Und mit Knoblauch. Mhm. Okay. Also ich esse jetzt und, naja, das Übliche. Oh, wackelt das hier. Und schwupps, kommen wir da vorne zur Bohrinsel. Ja, habe ich auch damals in dem Deutschland-Tour-Video schon gezeigt gehabt. Aber meine Mädels wollten es ja auch noch sehen. Und Leute, ich hätte euch ja vorher vom Essen mehr gezeigt, aber wir sind da in der prallen Sonne gehockt. Ja, mein Handy hat sich sogar gleich abgeschalten gehabt. Und, naja, da habe ich die Filmerei halt etwas kürzer gehalten. Also der Weg ist schon witzig hier, ja. Dieses Mal ohne Wind, Wasser ist da. Da jetzt kurz Schubs machen? Nee, lieber nicht. Leute, jetzt schieben wir noch eine Runde nach Holland rüber zum Shoppen, weil zum einen brauche ich noch eine Zutat für unseren Nachtisch heute und ja, zum anderen einfach noch ein paar Leckereien, um sie mit nach Hause zu nehmen. So. Ja, und nach der Brücke schön Holland, dann können wir gleich mal zum Shoppen gehen. Die Shopperei läuft natürlich jetzt ohne die Cam ab, so wie die letzten paar Male und naja. Aber wir werden dafür was Leckeres dann mit dem Eingekauften basteln. Und vielleicht finde ich ja irgendwas, wo ich noch ein extra Video machen kann wieder. Lecker Lynchburg. Lemonade habe ich in die Hand gedrückt bekommen. Nachdem ich von drinnen mal wieder rausgekommen bin, naja, urlaubsmäßig einen Film angeschaut, Captain Marvel auf dem 2 Meter Fernseher, also geile Sache. Und was sehe ich hier draußen? Ich zeig's euch mal. Sagen einen reich gedeckten Gabentisch. Und eine angefeuerte Feuertonne. Und du hast die Zwiebelchen gemacht? Jawohl. Schauen wir mal, was es da Leckeres gibt heute. So als Leckerbissen haben wir hier noch so ein Flat Iron Steak Lappen vom Wagyu. Yum, yum, yum. Es wurde von der Feuerplatte genommen. Schauen wir mal, wie es innen aussieht. So, wer schnippelt an? Schatzi. Ciao.
Machst du das doch vernünftig? Ja, sieht doch mal gut aus. Guck, Michi, das an deinem Fußballer. Sieht richtig, richtig, richtig gut aus. Das ist perfekt, wir hatten das gemacht. Die muss öfters grillen. Das war die liebe Patricia, die das gemacht hat. Gut? Sehr gut. Gut, dann haben wir unser Probierlöschchen gemacht. Und noch der Rest vom Gabentisch. Drinnen stehen noch Spätzle. Ja. Auf zum Essen. Mmh, richtig geile Kässpatzen an der Nordsee. Mal was ganz Exotisches für die hier. Tja, und jetzt wird schnabuliert.